Meine Zuckerserie, wie entsteht eigentlich Karies und was ist dabei zu beachten? Mehr dazu in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zu Gerne Gesund. Mein Name ist Steffen Kunert, Apotheker und Gesundheitsunternehmer aus Köln. Wenn man sich mit Zucker beschäftigt, muss man natürlich auch mal auf das Thema Zähne und Karies eingehen, weil wir ja alle wissen, dass Zucker zu Karies führen kann. Aber wie passiert das überhaupt? Was ist dabei zu wissen und zu beachten? Und wie kann man das Ganze eventuell sogar für sich verhindern? Das möchte ich in diesem Video einmal ansprechen. Für die Entstehung von Karies sind unterschiedliche Faktoren wichtig. Zum einen klar, müssen Kariesbakterien im Mund, in der Mundhöhle, im Mundraum vorhanden sein. Es gibt unterschiedliche Bakterien in unserem Mundbereich. Da sind nicht alles unbedingt kariesauslösende Bakterienstämme. Streptokokken sind da bevorzugt für die Karies mitverantwortlich. Aber die brauchen einen Nährstoff und dieser Nährstoff, damit die überleben können, damit die überhaupt was zu futtern, zu essen haben, ist halt Zucker. Zucker bedeutet jetzt nicht klassisch einfach, was weiß ich, unser raffinierter Zucker, sondern unter Zucker verstehen wir dann tatsächlich Mono- und Disaccharide, also einwertige und zweiwertige Zuckerstoffe. Auch Stärken können es sein, weil wir auch Enzyme in unserem Speichel haben, der Stärke zum Beispiel aufspalten kann in diese Zuckerstoffe, die die Bakterien dann verwerten können, verarbeiten können als, ja, als Nährstoff. Und diese Bakterien zersetzen den Zucker und bei dieser Zersetzung, dieser Verstoffwechselung von Zucker entstehen Säuren, unter anderem Milchsäure, aber auch Essigsäure. Und diese Bakterien kleben, die haften halt auf unserem Zahnschmelz, auf unserem Zahn. Je rauer der Zahn ist, umso besser können die dort haften, setzen die Säuren frei und diese Säuren schießen dann auf unseren Zahnschmelz. Lösen dort Mineralstoffe raus. Das heißt, wir sprechen dann davon, dass der Zahn demineralisiert wird. Je stärker der Zahnschmelz demineralisiert wird, umso größer entsteht dann natürlich entsprechend ein Schaden und so tiefer dann auch, bis hin nachher zur härteren Zahngewebesubstanz, dem Dentin, das angegriffen wird durch die Säuren. Und dann kann tatsächlich ein richtiges Loch entstehen, ein großes Loch, was vom Zahnarzt repariert werden muss und gestopft werden muss, wo der Karies Herd ja, aufgereinigt werden muss. Und es kann tatsächlich so weit führen, dass es bis in das Mark des Zahnes reingeht, also bis in die tiefen Schichten des Zahnes, wo dann Wurzelbehandlungen oder ähnliche Dinge dann fällig sind, die sehr, sehr unschön und auch sehr schmerzhaft sein kann. Also Schmerzen entstehen grundsätzlich in der Regel dann, wenn der Zahnschmelz durchbrochen wurde und ja, ich sag mal, die Läsionen, diese Demineralisierung bis in die härteren Zahnsubstanzen vordringen, dann fängt es an, tatsächlich schmerzhaft zu werden. Und klar, jeder, der schon mal mit Wurzelbehandlung dann später zu tun hatte, der weiß, wie massiv dann diese Schmerzzustände auch sein können und das muss klar repariert werden. Das heißt, wir haben einmal diesen Punkt, klar, es müssen Bakterien da sein. Zum anderen muss der Nährstoff da sein, das ist der Zucker. Und zum dritten ist aber auch die Zeit. Das heißt, die Bakterien müssen die Zeit haben, den Zucker ausreichend zu verstoffwechseln. Die Säuren müssen die Zeit haben, auf dem Zahn entsprechend ihr Unwesen zu treiben. Das heißt, wenn man regelmäßig die Zähne gründlich reinigt, nach dem Essen auch reinigt, hat man schon die halbe Miete. Dann hat man nicht die, oder gibt man den Bakterien nicht die Möglichkeit, ausreichend ja, Säuren zu produzieren. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also die Zeit ist auch mit entscheidend. Deshalb das regelmäßige Zähneputzen, professionelle Zahnreinigungen zwischendurch, auch das A und O zur Verhinderung von Karies. Wenn wir auf die Welt kommen, ist es grundsätzlich so, dass unsere Mundhöhle erstmal steril ist. Also wir kommen nicht mit Kariesbakterien im Mund auf die Welt. Leider ist es so, dass unsere Eltern, meistens die Mütter, uns dann mit Kariesbakterien infizieren.
Das kann sein, wenn man den Nuki in den Mund nimmt, weil man denkt, oh, der ist hingefallen, ich muss den sauber machen. Oder aber den Brei vom Löffel einmal selber probiert und dann das Kind damit füttert. Das sind natürlich Punkte, die man tunlichst vermeiden sollte, um Kleinkinder nicht schon mit solchen kariesbildenden Bakterien zu infizieren. Aber ja, die Zeichen stehen halt leider nicht besonders gut. Karies ist ein Riesenproblem in der Bevölkerung. Man weiß mittlerweile natürlich, wenn man den Punkt Zucker ausschaltet, dass man dann den Kariesbakterien die Nährstoffe entzieht und sie zugrunde gehen. Also möglichst wenig Zucker, möglichst wenig klebrige Essensbestandteile zu sich nehmen. Also gerade Kaubonbons und diese ganzen Dinge, Honig allerdings, auch Marmeladen sind ein Problem, weil die am Zahn haften können. Und dann haben wir natürlich klar haftende Zahnkariesbakterien, haftende Nährstoffe am Zahn, also das ideale Milieu, wenn wir dann auch nicht danach eine Zahnreinigung vornehmen, ist das Kind eigentlich schon in den Brunnen gefallen. Süßstoffe wären natürlich ein adäquates Mittel zum Austausch des Zuckers, um Karies zu vermeiden, weil Süßstoffe sind keine Nährstoffe für diese Bakterien. Die können damit nichts anfangen. Das heißt, die hätten dann nichts zu essen, würden absterben. Aber man muss natürlich auch sagen, alleine den Zucker rausnehmen aus der Mahlzeit ist auch nicht unbedingt zielführend, weil natürlich auch Stärken und andere Dinge ein Problem machen. Ein Heilsbringer in der Zahnmedizin scheint das Xylit zu sein. Das Xylit ist auch ein Süßungsmittel, hatte ich in einem anderen Video schon mal erklärt, was ich euch eher gerne nochmal einblende. Gehört zu den Zuckeraustauschstoffen, ist ein mehrwertiger Zuckeralkohol. Und das Xylit hat mehrere Effekte, die sehr positiv sind in Richtung Kariesvorbeugung oder auch Kariesvermeidung. Zum einen produziert Xylit Speichel, also wenn man es im Mund, zum Beispiel in Zahnpflege, Kaugummis zu sich nimmt oder aber auch pur, merkt man richtig, dass das Speichel anfängt zu fließen. Dadurch verdünnt man natürlich die Säuren, der pH-Wert wird nach oben verschoben und die Demineralisierung des Zahnschmelzes wird minimiert. Zum anderen wird Xylit allerdings auch von den kariesbildenden Bakterien aufgenommen. Aber der große Unterschied ist, die können diesen Zuckeraustauschstoff nicht verarbeiten. Das heißt, da wird keine Verstoffwechselung zu Säuren stattfinden, sondern die Bakterien sterben trotz alledem. Sie nehmen ihn auf, kommen aber dann irgendwie in dem Prozess nicht weiter und sterben ab. Wir nennen das bakteriostatische Wirkung, weil ja die Bakterien, wie gesagt, zugrunde gehen, weil sie keine Nährstoffe mehr haben. Und so ist eine Möglichkeit durchaus auch, Kariesbakterien in der Mundhöhle zu reduzieren, mal über 4 Wochen mit 5 bis 10 Gramm Xylit, idealerweise so 3-mal am Tage über den Tag verteilt, zu spülen. Das kann man auch pur machen, pur immer mal so ein Teelöffelchen Xylit in den Mund zu nehmen und mit Speichel aufzuschwemmen und so ein Minütchen im Mundbereich damit den Mund spülen und dann runterschlucken. So schafft man es auch durchaus, die Konzentration an kariesbildenden Bakterien zu reduzieren, weil das wäre dann auch ein wichtiger Punkt. Es ist nicht nur wichtig, dass kariesbildende Bakterien da sind, damit Karies entsteht, sondern die Konzentration dieser Bakterien im Mund ist natürlich auch entscheidend, dass wirklich ein Problem entsteht. Das könnte man mit Xylit reduzieren. Es gibt sogar Studien, die zeigen, wenn Schwangere schon in der Schwangerschaft mit Zahnpflege Kaugummis arbeiten, es scheinen so 6 bis 8 Zahnpflege Kaugummis am Tage ausreichend zu sein von der Konzentration. Die sollte man dann idealerweise so mindestens 5 Minuten kauen. Und diese Studie, die es dort gibt, zeigte, dass Kinder von Schwangeren, die halt xylithaltige Zahnpflege-Kaugummis verwendet haben, mit weniger Karies-Problematiken in ihren Kindestagen dann zu tun hatten. Also auch das durchaus sinnvoll. Ich sage mal, die Studienlage ist nicht so 100% eindeutig. Ich habe auch Meta-Analysen
vom Cochrane-Institut gefunden, wo gesagt wird, so 100% sicher sind diese Xylit-Aussagen auch nicht unbedingt, weil doch teilweise die Populationen, also die Studienteilnehmerkreise immer relativ niedrig sind. Aber Xylit gibt es jetzt tatsächlich schon seit vielen, vielen Jahrzehnten. Die Aussagen sind sehr positiv. Mich wundert es immer, wo es doch eher kaum oder keine großen bekannten Nebenwirkungen gibt, warum dieses Wissen von den Zahnärzten nicht unbedingt weitergegeben wird. Also mir hat zum Beispiel der Zahnarzt noch nie gesagt, versuchen Sie mal mit Xylit zu arbeiten. Aber zu diesem Thema Xylit mache ich auch noch mal ein eigenes Video in dieser ganzen Zuckerreihe, weil da gibt es doch noch ein paar Punkte zu sagen. Ich denke, mit Karies sind wir hier durch. Wenn ihr noch Fragen habt, gerne wieder in die Kommentare reinschreiben. Ansonsten hoffe ich, hat euch das Video gefallen und weitergeholfen. Bleibt vor allen Dingen gesund. Tschüss und bis zum nächsten Mal.